Schornstein. Schornstein, genau. Ist sie von irgendwo anders? Ja. Von wo, weiß ich nicht. Vielleicht von unten. Vom Keller. Vom Keller war noch eine, ja. Portugal, 2016. Der Schweiß läuft bei 42 Grad über die Stirn. Wir haben sie gefunden, Vila Maria, erbaut. 1920. Der Zustand ist schlecht, aber nicht einsturzgefährdet. In dieser kleinen Dokumentation zeigen wir Ausschnitte sowie Fotos aus diesem schönen Anwesen. Die Kellerräume, vermutlich waren es mal Arbeitsräume gewesen. Hier gab es Lagerräume, Umkleiden sowie Waschbecken und einen großen Kamin. Nichts Besonderes, viel Müll und Dreck, aber dafür wenig Vandalismus. Hinter dem Gebäude gab es kleine Nebenräume. Die waren bis auf einen, alle leer. Im letzten gab es einen gemauerten Backofen. Solche Öfen wurden in dieser Region vorwiegend zum Brotbacken benutzt. Das Gebäude kann wirklich an jeder Ecke Besonderheiten und Details aufzeigen. Die Fliesen an den Fassaden, Marmorsäulen auf den Terrassen sowie feine Stuckarbeiten. Es gibt bei jedem Mal Hinsehen etwas Neues zu entdecken. Über eine Steintreppe gelangt man zum eigentlichen Eingang. Der Flur durchkreuzt das Anwesen, ein Bad, drei Schlafzimmer, die Küche sowie ein Esszimmer umfasst es. Alle Schlafzimmer haben aufwendige Stuckarbeiten und sind unterschiedlich groß. Ein Schlafzimmer sticht besonders ins Auge, das Schlafzimmer von Maria. In ihrem Schlafzimmer steht als Graffiti geschrieben: Alles zerfällt, aber ich bleibe für immer. Hoffentlich.